Hey, liebe Gamer und die, die es noch werden wollen. Ich habe heute eine besondere Questreihe für euch. Und zwar fängt diese Questreihe an mit Sions Conspiracy, bei der ihr 100 Antinoten-Claws sammeln müsst. Das ist noch eine ganz normale Quest. Ihr bekommt ein paar XP, bisschen Gold, paar Skill-XP dafür, nichts Weltbewegendes. Ihr braucht sie allerdings, um die nächste freizuschalten, und zwar Ayatis Request. Dort müsst ihr einen Brief von ganz rechts oben vom Aircraft Dock bis hier unten nach Shepherd Town, also ganz links unten, transportieren. Bekommt dafür 5 Repair Hammer. Also ihr müsst erst den Brief runterbringen, dann wieder hochrennen, bekommt dann 5 Repair-Hammer und auch die dritte Quest, an der ich gerade bin, bei der ihr eine Slow-Antilope, die hier hinter mir herläuft, einfangen müsst. Ihr bekommt dafür Ghost Feeds, 5 Stück bekommt ihr an der Zahl. Und das Schwierige dabei ist, dass die sehr leicht failen. Und naja, ich musste auch ein zweites Mal hinrennen, bis ich jetzt überhaupt mal eins bekommen habe. Und bei jedem Fehlversuch habt ihr einen Cooldown von diesen Goat Feeds von ungefähr 5 Minuten. Also schon ein ziemlich hoher Cooldown, das ist echt nervig. Deswegen bin ich auch froh, dass ich jetzt überhaupt mal so weit gekommen bin. Fangen müsst ihr die Antinoke hier rechts unterhalb vom A-Peak. I-Peak, Entschuldigung. Manche habe ich es auch so mit der Aussprache. Bringen müsst ihr sie hier zum Aircraft Dock wieder hin. Dabei kann die Antinoke, soweit ich weiß, auch angegriffen werden. Ist mir bis jetzt zum Glück noch nicht passiert. Ich habe halt alles, was Agro drumherum war, an Mobs immer direkt weggeklatscht. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen, weil es wäre wirklich ärgerlich. Man sieht es am Tempo, was man hier läuft, dass wenn man jetzt hier hinten schon wäre und müsste auf einmal wieder von ganz vorne anfangen und hätte dann vielleicht noch 2 oder 3 Fehlversuche. Ja. Aber jetzt scheint es soweit zu laufen. Oh, da ist noch ein Champion. Wir sollen meinem Vieh nicht zu nahe kommen. Man sieht hier auch wieder, dass die Quests sich jetzt sehr gewandelt haben. Also bis Level 70 habt ihr ja das neue Quest-System, wo ihr mehr EXP, mehr SP und sowas bekommt und diese Tokens. Alles schön und gut, aber die Quests sind eintönig. Also es sind immer nur die gleichen Quests. Du musst so und 500 von denen killen, dann 100 von denen und sowas. Und dabei noch jeweils 100 Items einsammeln. Und das war's. Danach, wenn ihr die fertig habt, müsst ihr ein Item zur Stadt bringen und wieder zu... und dann habt ihr alle Quests da fertig. Das hier sind halt noch die alten Quests, die ab Level 70 aufwärts sind, wo ihr wieder Story hinter habt. Das vermisse ich halt gerade im Low Level. Ich meine, damals gab es die Cerberus Quest zum Beispiel, die halt wirklich interessant, mit einer wirklich interessanten Story hinter waren. Leider hat es die Spieler irgendwann nicht mehr so wirklich interessiert. Kann ich selber kaum nachvollziehen. Ich habe es immer halt ganz gern gemacht. Aber naja, da fiel es den Machern von Sekund halt nicht schwer, das System zu ändern, die Story komplett rauszunehmen. Aber mittlerweile guckt euch die Beschreibungstexte der niedrigen Quests an, da steht fast gar nichts drin. Ja. Hier fangen sie halt jetzt wieder an, sich Geschichten zu erzählen. Teilweise alte Legenden und so weiter.
gerade auch wenn irgendwann hier auf dem Server mal das Alexandria-Update kommt, da gibt es dann auch wieder ganz schöne Sachen. Freue ich mich auch schon riesig drauf. So, bald haben wir es geschafft. Jetzt nur noch durch die 73er hier durch, ohne dass was passiert. Achso, ihr dürft nur maximal 30 Meter Abstand zum Pet haben. Also zum Pet, sag ich schon, zum gecapturten Mob. Danach stoppt euer Char automatisch. Also ihr könnt auch nicht zu weit weglaufen oder sowas. Keine Sorge, dass dann irgendwie abhaut. Das Ganze ist allerdings zeitbegrenzt auf 50 Minuten. Ihr müsst innerhalb von 50 Minuten wirklich am NPC sein. Naja, ich habe jetzt gebraucht... Ja, okay. Immerhin eine Viertelstunde, ne? Oh, oh, oh. Ah, der geht auf meinen Pet. Nicht auf die Antinoke. Also eine Viertelstunde habe ich jetzt schon überschritten. Naja, ich habe auch fein säuberlich alles auf dem Weg eliminiert. Wäre jetzt echt mies gewesen, wenn das gerade in die Hose gegangen wäre. Ich weiß nämlich auch nicht, wie viel diese Antinoke aushält. Jetzt haben wir es doch fast geschafft. Da hinten ist schon das Dock. Und da kommt meine Antinoke angewatschelt. Ich bin gerade auch recht froh, dass ich das Video erst so spät jetzt gestartet habe. Ich habe es vorhin schon ein paar Mal versucht, direkt am Anfang, aber konnte jedes Mal wegen den 5 Minuten Cooldown das Video wieder unterbrechen. Außerdem, der Weg wäre doch sehr lang gewesen und sehr eintönig. Gut. Hier haben wir den NPC. Sprechen wir mal an. Gut, hier haben wir jetzt den Reward, ganz normal die EXP. Dazu bekommt ihr 3 Movement Scrolls mit 3 Stunden zu 75% Movement Speed Increase. Also klar, hier gibt es zu kaufen 30 Minuten zu 100%. Hier habt ihr jetzt 75% for free für jeweils 3 Stunden. Lohnt sich, würde ich mal sagen, auf jeden Fall. Und zum Leveln reicht das allemal. Boom. Damit haben wir die Quest fertig und auch, soweit ich weiß, die Reihe. Ich kann mal gucken, ob noch was Neues aufgegangen ist. Rock Mountain. Nö. Das sind die Wing-Quests. Das sind reguläre, ganz normale Quests. Okay. Dann war's das von meiner Seite für jetzt. Habt viel Spaß beim Zocken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.